Guck mal, wer mir gerade Gesellschaft leistet. Der Kurt, der setzt sich wirklich in den Baum mit, ich weiß nicht, was er da hat, eine Nuss oder so, und guckt in meine Richtung und futtert. Und futtert und futtert und futtert. Und dann haut er wieder ab. Bis später. Good morning in the morning. Ich genieße gerade den seltenen Moment, dass ich mein Gesicht in die Sonne halten kann. Das ist einfach unbezahlbar. So, das Bett ist auch frisch gemacht und nein, ich bügel meine Bettwäsche nicht, wie man sieht. Das ist jetzt echt schon ein bisschen sehr zerknorkelt, aber wenn ich da jetzt ein, zweimal drin geschlafen habe, dann ist das eigentlich immer schon wieder ja, ziemlich glatt. Deswegen ist das völlig in Ordnung so. Hatte ich erwähnt, dass ich zum Vogelkundschafter werde? Ich muss mal nachgucken, was das hier für ein Vöglein ist. Sehr hübsch auf jeden Fall. So, ich wage mich an die nächste Aufgabe, die ich zu Hause schon längst mal erledigen hätte sollen. Und zwar habe ich einen Riesenstapel an Dokumenten, die sortiert werden möchten. Und ich habe ganz viele Ordner, in die das rein muss. Aber ich habe jetzt auch bei Action war das, diese Dokumentenmappen gekauft. Ich zeige euch die einmal so ein bisschen. Mit verschiedenen Fächern drin. Und der Plan ist, dass ich halt dann, wenn ich in Zukunft irgendwelche Dokumente habe, die ich mich direkt abhefte, dass ich sie auf jeden Fall schon mal gruppiere und nach Firmen und Versicherungen und so weiter sortieren kann und hier einheften kann, dass ich dann nur noch hier den Stapel rausnehmen muss und einheften muss. Ja, das wird hoffentlich die Arbeit ein bisschen erleichtern, denn ihr seht gleich, der Stapel ist groß und ich habe ein bisschen was zu tun. Und ich glaube, dass das hier eine ganz gute Alternative ist, um das in Zukunft etwas sorgfältiger abzuheften und einfacher vor allem. Aber jetzt werde ich mir erstmal einen Podcast anmachen und mich aufs Bett hier setzen und Dokumente sortieren. Yay! So, ich bin jetzt auch noch mal vor die Tür gegangen, aber ich bin wohin gefahren, wo ich hoffentlich kaum wen treffe. Ich habe auch mich für den steilen Bergaufstieg entschieden. Also falls ich schweratmig bin, liegt es auf jeden Fall da dran. Und ja, die nehmen wahrscheinlich die wenigsten. Halben Weg geschafft. Ich sehe schon den Fernsehturm.
Es ist zwar arschkalt und super windig, aber es gibt einfach strahlend blauen Himmel. Guckt euch das mal an. Ist das nicht traumhaft? Ist wirklich traumhaft. Ich habe ja gestern Cookies gebacken, zwei verschiedene, so ein bisschen improvisiert, aber die sind richtig gut geworden. Wobei ich sagen muss, dass die mit Schokolade besser geworden sind als die hellen. Hier ist Kakao drin und so Mandelsplitter. Und hier sind Walnüsse drin und hier sieht man so ein bisschen so eine Schoko, na Raspel sind es nicht, aber so, ja, so Schokostreusel oder sowas. Ich packe euch mal das Rezept dazu in die Infobox, wenn ich es nicht vergesse. Und ich sage aber auch gleich dazu, dass das ein bisschen improvisiert war und ich nicht genau weiß, welche Mengen es jetzt waren. Also ich versuche mich grob zu erinnern. Und wenn ihr die aus Blech packt, dann mit viel Abstand, auch Abstand zum Rand, weil die noch sehr auseinanderfließen. Also da müsst ihr ein bisschen Platz lassen auf jeden Fall. Aber sieht schon gut aus, oder? Die Frage ist nur, wie ich die jetzt alle essen soll. Aber mal gucken. Tja, der Parker zu, deswegen sitze ich auf einem Stein an der Straße. Und hinter diesem schönen Hügel wäre der See. Aber da darf ich nicht hin. Also ruhe ich mich hier einmal kurz aus und dann fahre ich wieder zurück.